Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir einen karibischen Eistee. Richtig lecker, richtig schönes Aroma. Wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann bleib doch einfach mal dran. Für das Rezept brauchen wir ungefähr 3 Teelöffel an Kokosraspeln. Die übergießen wir mit Wasser, mit heißem Wasser, denn wir machen daraus so eine Art Kokostee. Nehmt volle 250 Milliliter. Lasst den Kokos jetzt hier wirklich 2-3 Minuten drin ziehen, damit die ganzen Aromen rausgehen. Und in der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Rest vor. Für unseren Eistee brauchen wir erst einmal 4 cl an Ananassaft. Darauf geben wir dann 12 cl an Wasser. Haben wir schon mal eine schöne Grundfarbe. Natürlich möchten wir den Geschmack von Ananas etwas intensivieren. Nehmen dann noch einmal 6 cl an Ananassirup. Das gibt mir gleichzeitig auch noch die Süße. Und dann nehmen wir noch für den Kokosgeschmack Kokossirup. Davon nehmen wir 4 cl. Jetzt kommen wir schon mal in die Richtung Piña Colada, Karibik, Flair. Passt wunderbar. Unser Kokostee ist jetzt schon so gut wie durchgezogen. Ihr seht, was hier als an Aroma noch rauskommt. Wirklich alles mitnehmen. Von mir aus könnt ihr auch etwas die Kokosraspeln ausdrücken. Das kommt beiseite, brauchen wir nicht mehr ausgedient. Und jetzt gießen wir einmal das hier . Jetzt kommt noch ein Deckel drauf. Ihr könnt wirklich noch 2-3 Minuten warten. Das Eis kühlt jetzt den Tee runter. Die Karaffe ist auch schon kalt. Gerade hier oben, wo das Eis ist. Wenn ihr natürlich auch noch möchtet, könnt ihr das alles einmal durchrühren. Und das Wasser steht, du siehst hier einmal den leckeren Caribbean Ice Tea. Von der Farbe her, ja, würde ich sagen 5 Punkte. Vom Geschmack her und vom Aroma. Kokos riecht man auf jeden Fall. Vom Geschmack her, ja. Kokos kommt auf jeden Fall durch. Ich finde, der Ananassaft hält es im Hintergrund. Man hätte vielleicht ein bisschen erhöhen können. Ich würde sagen, geschmacklich 7 Punkte. Ist ein richtig schöner Eistee, gerade für den Sommer. Und wenn du es mal nachgemacht hast, schreib einen Kommentar. Und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.